Ja, und wie du sicher weißt, mangelt es mir an Willenskraft nicht. Dankbar nicken. Ich werde einen Teil der Energie des Archonten extrahieren und Ash wissen lassen, dass wir den Chor einen vernichtenden Schlag versetzt haben. Er kehre zu Graven Ash zurück. Ein Fragment von Kern entfernen. Vor dir liegt der gebrochene Körper von Kern. Er wurde im Tod versteinert. Ein schwacher Rest seiner Macht pulsiert kaum merklich unter der Oberfläche seiner Haut. Du spürst sanfte Vibrationen an 6 Stellen am Körper des Archons, die letzte Manifestation seiner schwindenden Lebenskraft. Ja. Kerns rechte Hand erhält die Essenz seiner Schnelligkeit. Kerns Auge erhält die Essenz seiner Entschlossenheit. Kerns Kopf seines Verstands, seiner Stärke, seiner Gewandtheit. Was brauche ich denn? Schnelligkeit, Gewandtheit sollte ich nehmen. Also nehme ich Gewandtheit. Fragments. Sag bloß, Gabe der Erdhexen. Ja, das sind Gegenstände. Plus 2 Gewandtheit. Stolz des Regenten, das gebe ich garantiert nicht weg. Plus 1 Vitalität. Ja, nehmen wir es so. Parieren. Hast plus 1 Schnelligkeit. Immunität gegen vergiftet. Anmut plus 1 Gewandtheit. Gesundheit alle paar Sekunden. Da ist das wahrscheinlich besser. Will do. So, und damit gebe ich ein gesamtes Reich der Vergessenheit, hä? Und alles, was jetzt lila blinkt, gehört den Geschmähten. Okay. Wie lange eigentlich noch? Ah, den Himmel verdunkeln können wir in der nächsten. So, einmal zur Ehrenden esse. Begegnung des Krimgrab. Nach einer mehrstündigen beschwerlichen Reise durch die Gegend im dichten Unterholz erreichst du einen kleinen Strom, in dem du deine Wasserschläuche füllen und dir den Schweiß von der Stirn wischen kannst. In der Nähe entdeckst du ein stattliches Gehölz voller schmaler Bäume, deren Stämme von laubtrockenen Ranken umwickelt werden. Weiter. An den Ranken, die nach oben schlängeln, sprießen gelblich-grüne Stängel aus der Pflanze. Manche steif und aufrecht, andere dagegen wie lange Haare herabhängend. Am Ende dieser Stängel hängen im Überfluss orangefarbene reife Beeren. Nach deiner Ansicht scheint es sich um Borstenbeeren zu handeln. Diese besonderen Früchte sind nahrhaft und anregend. Leider sind sie äußerlich den Borstenfluchbeeren überaus ähnlich, die nur von den Mägen der Tiermenschen und Tiere toleriert werden, für Menschen aber ziemlich giftig sind. Die Beeren untersuchen, die Blätter untersuchen, die Beeren auf die Haut reiben, weggehen, die Beeren untersuchen. Die Beeren, deren Farben von hellorange bis gelblich-orange variiert, hängen in dichten Grüppchen zusammen. Die Fruchtgröße ist bei Borstenbeeren und Borstenfluchbeeren leicht unterschiedlich, aber es ist äußerst schwer, die beiden auseinanderzuhalten, wenn man sie nicht direkt vergleichen kann. Die Blätter der Ranken untersuchen. Die Blätter, die aus der Haupttrage gekommen sind, hellgrün und lappig. Die Blattränder ähneln wogegen Hügeln. Das passt zu einem alten Sprichwort über die Beeren, an die du dich erinnerst. Blätter wie Hügel kannst du gerne genießen. Blätter wie Regen lassen dich schnell verdrießen.
Ja, okay, also sind es Beeren, die man wohl essen kann. Beeren auf deiner Haut war. Du solltest sie besser mit deiner Haut als mit deinem Magen testen. Du brichst ein Grüppchen Beeren ab und zerquetscht die Beeren zwischen deinen Fingern, um die winzigen Ferne freizulegen. Einige wenige Sekunden reibst du sie in langsamen Kreisen auf deinem Arm. Auf deiner Haut bildet sich kein brennender Ausschlag, was du als gutes Zeichen siehst. Also essen wir sie. Du entscheidest dich für eine vorsichtige Herangehensweise und füllst dir die Beutel mit Beeren. Ist aber nur ein einzelnes Grüppchen. Die Frucht schmeckt säuerlich und süß. Für ihre geringe Größe ist sie überraschend saftig. Und den Gedanken, gleich noch eine Handvoll davon zu essen, findest du sehr verlockend. Du schaffst es aber, dich zu beherrschen. Du folgst dem Sturm durch den dichten Wald und erreichst die Hauptstraße schließlich ohne größere Schwierigkeiten. Der Zucker- und Euphorie-Schub machen dich munter. In Gewissheit, die essbare Beere von der giftigen unterschieden zu haben, greifst du gierig in deinen Beutel und verschlingst die Beeren. Jeder Bissen scheint dich mehr zu beleben. Zufrieden und gestärkt für die bevorstehende Reise, gehst du voller Elan die Straße entlang. Ich bin jetzt erfrischt und ich bin belebt. Heilt alle 30 Sekunden 2% der maximalen Gesundheit. Ja, wir sind jetzt alle, haben jetzt alle einen Segen gekriegt. Dadurch, dass wir das richtig gemacht haben. Und ja, das sind diese neuen Begegnungen, Zufallsbegegnungen, von denen ich geredet habe, die mit dem DLC jetzt so gekommen sind, was ich mir jetzt gekauft habe. Blöderweise haben wir jetzt schon das Meistergebieten abgegrast, also macht es wenig, werden wir wahrscheinlich wenig von diesen Zufallsbegegnungen noch erleben. Was schade ist. So, ich bin wieder bei der ehrenden Esse. Ja, bis zur nächsten Rastpause ist das jetzt auf uns gewirkt. Was sogar ziemlich nice ist. So, Schicksalsbitte, ich habe kurz vor deiner Ankunft gespürt, wie mich etwas Unbeschreibliches durchzuckt hat. Emotionen großes Zorns und großes Schmerzen, gefolgt von einem augenblicklichen Anhalt der Trauer. Ich nehme an, dass etwas verloren gegangen ist und dass Terrasus selbst, ob des Verlusts ächzt. Ash verzieht das Gesicht und reibt sich die Stirn. Wie ich höre, sind beide Türme, die sich aus den Ruinen von Azur erhebt haben, jetzt unter deiner Kontrolle. Das Unmögliche zu bewerkstelligen scheint für jemanden wie dich keine Schwierigkeiten darzustellen. Beeindruckend für Thun und Sandlanger. Lass dich von dem Ruhm und dem Glanz des Erfolges nicht überwältigen. Wärst du einer meiner Soldaten, würde ich deinen Stolz durch Bescheidenheit zügeln. Was würdet ihr mit einem Turm unter eurem Befehl tun? Warum steht einer von deinem zum Verkauf? Ich würde Steinmetze die Mauern prüfen lassen und ihn zu einer mächtigen Festung ausbauen. Uneinnehmbar mit Erdhexen bemannt, ihre Mächte verstärkt durch die bloße Anwesenheit des uralten Bauwerks. Wenn dieser Konflikt endlich vorüber ist, wird gewiss darüber zu reden sein, was mit deinen Türmen geschehen soll. Geht es euch gut, Archont? Sorge dich nicht um mich, Schicksalsbinder. Wir haben einen Krieg auszutragen und deine Konzentration muss einzig und allein auf unser Ziel gerichtet sein. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Der Großgeneral sieht nur müde aus. Das würdest du auch, wenn du für Zehntausende verantwortlich wärst. Doch er sieht wahrlich besorgter aus als gewöhnlich. Die Geschmähten und die Erdhexen haben triumphiert. Es gelang ihnen, Kern zu vernichten. Da ich heute Steins gefallen... Ash richtet seinen Blick auf ehrende Esse, leer und ziellos. Ich danke dir, Schicksalsbinder, das war überfällig. Kerns Verrat war unverzeihlich und ein Todesurteil durch eine Hand des Gesetzes ist genau, was er verdient hat. Vor allem aber verdienst du Lob dafür, dass du ein Edikt von Kyros beendet und gleichzeitig einen Archont beseitigt hast. Er zupft sich am Bart und runzelt die Stirn.
Ihr klingt nicht sonderlich erfreut darüber. Krieg bereitet mir nicht immer Freude, besonders in diesen düsteren Tagen. Wenn er mir aufgezwungen wird und ehemalige Verbündete ihr wahres Gesicht zeigen. Manchmal wünsche ich mir nichts sehnlicher, als meine Heimat wiederzusehen. Doch selbst die Heimat ist mit Erinnerungen verbunden. Ich hätte den Archont des Steins niemals als Freund bezeichnet. Kern war schwierig im Umgang, wortkarg und distanziert. Er hat es bevorzugt, für sich allein zu bleiben. Aber wir hatten viele Gemeinsamkeiten. Als Archont lernt man diese Eigenschaften in anderen zu schätzen. Daher bin ich nicht erfreut. Nein, ich mache kein Geheimnis daraus. Ich bin gramerfüllt und grausam. Der Archont musste zwar sterben, aber dennoch wünschte ich, es wäre anders gewesen. Sprechen wir über das nächste Thema. Was geschieht nun mit dem Scharlachroten Chor? Dann werden die für den Scharlachroten Chor gezogenen Feldfrüchte am Staub verdorren. Schon jetzt halten sich die Truppen des Archonten die Bäuche und schnallen ihre Gürtel enger, während wir sie aushungern. Angesichts des Gedanken steht Ash gerade und strahlt. Die Gruppe hat Ash Pracht erhalten. Die Region Steinmeer ist jetzt unter der Kontrolle der Geschmähten. Eine angemessene Belohnung für überdurchschnittliche Dienste gegenüber der Legion. Ash legt dir dankbar zu und übergibt dir einen schweren, mit Tuch umwickelten Hammer. Diese Waffe haben die Erdhexen und die Eisengebundenen erdacht und ich kann mir niemand anderen als die vorstehenden Schicksalsbinder, der es verdient hätte, sie zu führen. Was passiert jetzt? Schicksalsbinder, der Offizier bleibt alarmiert, außer Atem. Wir haben keine Zeit für Nettigkeit oder eine Zeremonie. Dein Turm wird angegriffen. Der Scharlachrote Chor hat seine Offensive aufgestockt und will deine Festung stürzen, mit dir auf der Spitze, wenn es sein muss. Ich fürchte, dass dies geschehen könnte. Ein Verzweiflungssatz von Merwart stimmt. Entweder ist er zu feige, eher eine Esse anzugreifen, oder seine Truppen sind zu schwach dafür. Wie auch immer, diese Bedrohung wirst du mit Blutvergießen beantworten müssen. Du hast deine Aufgabe ausgezeichnet erfüllt, gut gemacht. Vielen Dank, Schicksalsbitter, viel Glück beim Turm. Okay, welcher Turm? Oh, wenn du ins Brunnen. Was gibt's Neues? Haben Operationen, wollten Zugang zum Altbauen. Streitmächte waren nicht qualifiziert genug. Gwen Ash Tochter. Geschmähten wollten standhafte Abzeichen haben. Obwohl das Edikt drohte. Ich habe irgendwie mehr Sachen zu Gwen Ash als zu Nevard. Und ich habe ein Sendschreiben. Das Ende eines Archonten. Lieber Schicksalsbinder Brenno hier. Erst hast du dein Edikt beendet und jetzt ist auch das Leben eines Archonten. Ich weiß, dass niemand an diesem Gericht derartige Erwartungen an dich hatte, als dich der Richter damals zu uns brachte. So viele Überraschungen in einem solch kurzen Zeitraum. Faszinierend. Kern war ein außergewöhnliches Lebewesen. Ein gewaltiger Mann, angeblich von Teratus selbst geboren. Während niemand mehr lebt, der von uns von seiner Geburt berichten könnte, so kannst du wenigstens über seinen Untergang Zeugnis ablegen. Du hast ihn in der Tat sogar herbeigeführt. Ich bitte dich, meiner belehrten Neugier nachzugeben. Was ist während der letzten Momente zwischen dir und dem Archon des Steins vorgefallen? Hat sich der Boden auseinandergerissen, so wie sich eine Witwe die Kleidung zerreißt? Haben die Berge ihrem Meister ein letztes Loblied gestöhnt? Hat Kern irgendwelche abschließenden Worte von sich gegeben, mündlich oder schriftlich? Schimmern die Kristalle, die angeblich aus den Klippen Azus ragen, noch immer oder sind sie erloschen? Ich kann die Ankunft deines Vogels kaum erwarten. Ihm erzählen, dass du das Land gerettet und Kern verschont hast? Das verluchte Land beschreiben. Wir haben diesen Ort verändert und womöglich wird er sich niemals erholen. Schicksalsbinder Brenno, ja. Gut. Ist halt die Frage, kriegen wir Unterstützung von den Geschmähten gegen den Chor, der jetzt Vendriens Brunnen angreift, oder sind wir auf uns allein gestellt?
Vor allem aber ist das nicht gut, wenn der für den macht sich Nevat Stimmen bei Thunon jetzt gerade sehr unbeliebt, indem er einen seiner Schicksalsbinder offen angreift. So. Flansch